Schrott oder Seltenheit? So manch einer erhofft sich, dass er im Keller oder auf dem Dachboden nicht nur zukünftigen Sperrmüll lagert, sondern etwas ganz Wertvolles. Ich habe bei mir hier eine alte Kette gefunden, die ich zu meiner Taufe bekommen habe. Und ich möchte mir jetzt mal anhören, was das Expertenzentrum Eppli dazu sagt. Auf die Bewertung muss ich aber noch warten. Nicht nur Schmuck spielt für das Auktionshaus eine Rolle, sondern auch Antiquitäten und Kunst. Im Mai ging aus Stuttgart ein ganz besonderes Gemälde in seine Obhut. Also da ging es um ein Stück, das signiert war mit Renoir, heißt einer der bekanntesten französischen Maler. Das gute Stück ist sicher verwahrt in der Safe Lounge, denn ist das Bild echt, entspricht es einem Wert von über 200.000 Euro. Die Maltechnik, die Signatur und der Rahmen deuten auf ein originales Gemälde des impressionistischen Künstlers aus dem 19. Jahrhundert. Die Experten sind jedoch skeptisch. Das Problem, das Werk war nicht im Werksverzeichnis aufgeführt. Und da ist einfach dann so der Weg für ein Auktionshaus, das in das Werksverzeichnis aufnehmen zu lassen, weil es eben um so viel Geld auch geht. Und dann kann man es als Renoir verkaufen. Vorher ist es einfach kritisch, weil man es nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann. Also fährt Ferdinand Eppli zu einem Expertengremium des Wildenstein-Platner-Instituts nach Paris. Doch das Komitee entscheidet sich dazu, das Gemälde nicht in das Verzeichnis aufzunehmen. Denn auch dort kann das Gemälde nicht zu 100% als Original bestätigt werden. Die Bewertungskosten in Höhe von 2.000 Dollar muss das Unternehmen Eppli tragen. Die Enttäuschung ist groß, der Wert gering. Leichter fällt die Schätzung bei Objekten, die an ihrem materiellen Wert gemessen werden. 18 Karat, 6 Gramm, 16,6 Gramm. Da würden Sie heute 400 Euro dafür bekommen. Wir wissen jetzt, dass das Gemälde kein echtes Renoir-Gemälde ist, dafür aber meine Goldkette eine echte ist, die ich aber nicht verkaufen werde, weil der symbolische Wert für mich ein höherer ist. Was ich jetzt aber machen werde, ist in meinen Keller gehen und nach Dingen schauen, die ich hier eventuell doch versteigern lassen könnte.